Besitzt du wie ich auch so ein MIDI-Keyboard, kannst aber eigentlich nicht wirklich gut spielen? Der Flohwalzer geht vielleicht noch so gerade so, aber mit der Einfingersuchmethode auf der Tastatur kommt man beim Aufnehmen nicht weit, oder? Doch, ich zeige dir heute mal drei Ideen, wie du ganz ohne die Hilfe von Lang Lang und mit nur einem Finger auf der Tastatur deinen Song auf das nächste Level heben kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und wäre es nicht klasse, wenn man mal so eben zur Tastatur rüber schlendern könnte, um einen ganzen Song oder zumindest eine Idee einzuspielen? Blöd nur, wenn die Tasten nicht das Hauptinstrument sind, man also nicht so gut spielen kann, weil man vielleicht Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger ist oder weil man vielleicht hauptsächlich mit Loops arbeitet, wenn man seine Songs zusammenstellt. Aber ich möchte dich heute einfach mal einladen und inspirieren, aus unserer vermeintlichen Schwäche eine echte Stärke zu machen, nämlich mit einem Finger auf der Tastatur dafür zu sorgen, dass vielleicht deine Gitarren noch größer klingen oder dass dein Refrain noch mehr abgeht oder dass der Song insgesamt größer klingt. Das geht nämlich. Das sind nämlich nur drei Beispiele, die ich dir heute zeigen möchte. Und vielleicht hast du ja da draußen auch schon deine Strategie entwickelt, mit der du deine vermeintliche Schwäche an den Tasten zu einer echten Stärke machst und deinen Song besser und größer klingen lassen kannst. Und wenn dem so sein sollte, dann tu uns doch einen Gefallen und schreib's mal gerne unten in die Kommentare, denn da können wir ja alle vielleicht noch den ein oder anderen Hack mitnehmen, mit dem wir dafür sorgen können, dass unsere Musik demnächst auch noch ein bisschen geiler klingt. Und wir sind ja eine große Community, da helfen wir uns ja immer gegenseitig hier in der Recording-Blog-Familie. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, ne? Zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wenn du demnächst hier kein Video mehr verpassen solltest, weil du denkst, der Typ redet zwar ein bisschen schnell, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, dann unterstütz mich und den Recording-Blog doch mit einem Klick auf den Abo-Knopf und vergiss bei der Glocke daneben nicht noch, bei der Hinweisglocke, so muss man sie nämlich nennen, nicht noch darauf, alle zu klicken, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und ich bin schon sehr gespannt, wie dir meine drei Beispiele gefallen und los geht's. Also, rüber geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich habe dir ja versprochen, dass ich dir drei Beispiele zeige. Nämlich einmal Gitarren größer klingen zu lassen, zum zweiten dafür zu sorgen, dass dein Refrain mehr abgeht und insgesamt den Sound von deinem Song noch größer klingen und wirken zu lassen. Und wir schauen einfach mal in den Song rein, den ich hier gerade aufhabe. Der letzte Song, und das ist auch das letzte Mal, also der Song heißt der letzte Song, falls du das noch nicht mitgekriegt haben solltest, es ist auch das letzte Mal versprochen, dass ich diesen Song als Beispiel für irgendwelche Sachen nehme, die ich dir zeigen möchte. Aber ich habe hier einfach so viel reingepackt, dass ich auch Spaß habe daran, das einfach zu zeigen, wie viele Ideen hier einfach reingeflossen sind und ich hoffe, du siehst mir das nach. Falls du dich noch mehr dafür interessierst, was in diesem Song alles passiert ist, wie ich es aufgenommen habe, wie ich komponiert habe, wie ich abgemischt habe, welche Plugins, Automationen etc. pp., dann lege ich dir im Premium-Bereich vom Recording-Blog, lege ich dir das große Mix-Video des Monats ans Herz, denn da erkläre ich alles von vorne bis hinten ausführlich in einem Video, 3 bis 4 Stunden erkläre ich dir jeden kleinen Fitzel, den ich gemacht habe und wenn das für dich spannend klingen sollte, dann kannst du hier oben ja mal klicken und dich darüber informieren, wie du auch Zugriff zum Premium-Bereich bekommst. So viel aber jetzt nur zur Eigenwerbung, damit möchte ich dich dauerhaft jetzt auch erstmal verschonen. Wir schauen mal rein, wo wir gerade stehen. Wir sind kurz vorm Zwischenteil und die Gitarren, die jetzt hier langgestreckte Akkorde spielen, links und rechts außen, sollen insgesamt noch größer klingen. Und jetzt hören wir erstmal rein und dann zeige ich dir danach, wie ich das gemacht habe. Also, los geht's. Wir nehmen Anlauf. Du hörst schon die langgestreckten Akkorde und ich hätte natürlich jetzt auch noch weitere Gitarren einspielen können, um das Ganze noch größer klingen zu lassen. Aber insgesamt gibt es natürlich eine weitere und wirklich einfachere Methode, das mit den Tasten zu machen, die da hinten stehen. Denn du musst das Ganze im Prinzip nur einfach ein bisschen doppeln mit einem Piano zum Beispiel. Ganz alter Trick, ein Piano einfach nochmal gedoppelt über die Gitarre geschoben, die die gleichen Töne spielt und schon hast du einen Sound, der größer ist, weil es eben keine Gitarre ist. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe mir ein Piano genommen und habe genau das hier eingespielt. Also genau die Töne, die im Prinzip die Gitarre spielt. Und das habe ich dann mit zwei verschiedenen Pianos gemacht und die links und rechts gemischt. Hier ist das zweite. Machen wir noch von vorne. Zwei Pianos, damit sie sich ein bisschen voneinander unterscheiden. Und wenn du hier mal auf die Line drauf guckst, die ich hier gespielt habe am Piano, da siehst du wirklich, also das kann selbst der ungeschickteste Tastendrücker durchaus mal herstellen und für sich herausfinden, wie das genau geht. Da legt man sich einfach die Töne zurecht und kann die dann mit einem Finger oder einzeln mit einzelnen Fingern hintereinander wegspielen, denn
Das sind einfache Töne, die einfach das doppeln, was auch deine Hauptlinie spielt. Also sollte machbar sein, wie gesagt, mit einem Finger durchaus machbar. Und das Ganze dazu gemischt wird dann aber spannend. Wenn du dann mal reinhörst, ich mache die beiden alle aus, die Pianos, und gebe sie dann dazu, dann wirst du sofort merken, dass die Gitarren größer und fetter klingen. Und das Geile ist, dass dieser Trick auch bei harten Gitarren, also bei harter Musik zum Beispiel, funktioniert. Wenn du also zum Beispiel harte Rock- oder Metal-Musik machst, wo so langgestreckte Akkorde kommen links und rechts außen von deiner Gitarre, leg doch einfach mal ein Piano drüber, was nur die Grundtöne spielt. Schön einfach nur Anschlag einmal den Ton stehen lassen und du wirst feststellen, wenn du das leicht an die Hörgrenze ranmischst, dann werden auch deine Gitarren da lauter werden, also nicht lauter werden, sondern fetter werden, ohne dass der geneigte Metal-Fan merken würde, dass da ein Piano mitspielt. Aber jetzt hören wir mal rein, wie es ohne klingt und dann mache ich es mal an. Ich mach's dir nochmal ein bisschen deutlicher, ne? Ich mach's dir ein bisschen lauter, damit du es besser hören kannst. Aber da wird schon ziemlich gut auffallen, was da genau am Bach ist. Also nochmal von vorne ohne und dann schalte ich sie dazu. Deutlich genug? Ich mach's nochmal. Also ist schon, also es macht schon wirklich die Gitarren größer, ohne dass man wirklich auf die Idee kommen würde, dass da jetzt ein Piano mitspielt. Der Trick ist einfach, das so an die Hörgrenze ranzumischen, dass die Gitarren größer wirken, aber auf der anderen Seite, dass es eben nicht auffällt, dass da jetzt noch ein doppelndes Piano mitspielt. Trick Nummer 1, mit einem Finger auf der Tastatur einfach eine Melodie spielen, die die Gitarren doppelt und los geht's. Im Trick Nummer 2 geht's darum, dass wir noch ein bisschen mehr Bewegung in den letzten Refrain oder in überhaupt einen Refrain reinkriegen oder in die Stelle, wo du dir das aussuchst. Und Bewegung kann man ja vor allem mit beweglichen Instrumenten machen, mit Percussion Loops zum Beispiel oder das Schlagzeug spielt noch ein kleines bisschen wilder. Man kann es aber auch mit einem Synthesizer machen, denn es gibt durchaus Synthesizer, die haben so sequenzierte Sounds. Die spielen also nicht, wenn du eine Taste drückst, einfach nur sondern spielen die haben also so eine Sequenz drin, die einfach irgendwo zwischen Synthesizer und Percussion-Instrument ist. Und wenn du dir die raussuchst, dann hast du natürlich gute Möglichkeiten, wenn du die auch schön reinmischst in deinen Refrain, dass du dafür sorgen kannst, dass es mehr abgeht, weil einfach mehr Bewegung drin ist im ganzen Spiel. Und wir hören mal kurz rein, was ich gemacht habe. Die Spuren, die ich hier gemacht habe, heißen wilde Arpeggios. Das kommt noch aus der Zeit, als ich gedacht habe, hey, ich möchte da Arpeggios haben. Und Arpeggios sind eigentlich in Einzelnoten aufgebrochene Akkorde. Ne? Wenn du also einen Akkord hast, der zum Beispiel aus 3 Noten besteht, dann würde dieses Arpeggio aber in einem bestimmten Raster spielen. Das wäre ein Arpeggio mit diesen 3 Noten aus diesem Akkord oder vielleicht sogar über mehrere Oktaven. Da kann man auf jeden Fall gute Bewegung reinkriegen. Ich habe aber keinen guten Arpeggio-Sound gefunden, habe aber einen guten sequenzierten Sound gefunden, also einen, der im Prinzip auch Bewegung drin hat. Und wir hören mal kurz rein, welche das geworden sind. Das sind nämlich hier diese, heißt dann immer noch wilde Arpeggios. Ich war wohl zu faul, das umzubenennen, aber das hier ist dabei rausgekommen. Ich habe diese Sounds gefunden, die klingen so. Ja, habe mir für links und rechts wieder 2 unterschiedliche Sounds gesucht und das war hier ganz einfach, denn in diesem Fall ist es zum Beispiel der Absinth, das ist von Native Instruments, ein Synthesizer. Ich hätte aber auch jetzt einen Synthesizer von Logic zum Beispiel nehmen können und habe mir da irgendeinen Sound rausgesucht, der mir gut gefallen hat. Der heißt in diesem Fall Improbability, also übersetzen kann ich das jetzt gerade nicht, blende ich mal ein, was das heißt. Und der spielt auf jeden Fall diese sequenzierten Sounds. Sehr laut, ne? Kann man wahrscheinlich besser hören, wenn ich es noch ein bisschen lauter ziehe. Also, diese Arpeggio, diese sequenzierten Sounds, und da habe ich mir halt mit 2 verschiedenen Synthesizer-Plugins einfach mal 2 verschiedene Sounds gesucht, die eben in diesem Achtelraster spielen, damit diese Bewegung, dieser Percussion-Charakter da reinkommt. Und damit habe ich die dann hart links und rechts außen, oder in diesem Fall sogar nur zur Hälfte nach links und rechts außen gepannt, habe ich dann halt diesen Bewegungseffekt hinbekommen. Und wenn wir mal auf die Line gucken, die ich da gespielt habe, auch hier. Thank you.
durchaus mit einem Finger oder abwechselnd, wenn man sich's zurechtlegt, mit abwechselnden Fingern spielbar. Keine große Kunst, man muss keine großen Akkorde spielen oder so. Es geht nur darum, diese einzelnen Noten, diese Single Notes zu spielen und dafür zu sorgen, dass da Bewegung reinkommt. Und wenn wir die mal jetzt reinnehmen in den Mix, wir hören mal kurz rein, wie es ohne klingt, ohne die beiden, und dann gebe ich sie mal dazu, dann wirst du sofort merken, dass der Refrain durchaus deutlich mehr Bewegung bekommt und Energie und dadurch auch mehr abgeht. Also Trick Nummer zwei, dafür sorgen, dass was mehr abgeht, einfach sequenzierte Sounds reingeben. Wir hören mal ohne und dann schalte ich es an. Also da ist schon deutlich mehr Bewegung drin. Ne? Falls dir das nicht, falls du das nicht direkt gehört hast, spul nochmal schnell zurück und hörst dir nochmal genau an. Ich habe ja eingeblendet, wann es an war und wann es aus war. Und ich habe es auch extra ein bisschen lauter gemacht für dich, damit du es besser identifizieren kannst. Aber komm, ich geschenkt. Wir haben ja Zeit, wir sind ja hier bei YouTube. Ich spiele es nochmal mit an und aus und gebe dir auch einen kleinen Hinweis nochmal, was ich genau meine. Also nochmal ausmachen und dann klingt das Ganze so. Ich meine das hier. Und das gebe ich jetzt dazu. Achtung. Und jetzt an die Hörgrenze. Denn es soll ja nicht so auffällig sein. Es soll nur ein Element sein, das dem geneigten Zuhörer so ein kleines bisschen mehr Schub gibt, ohne dass er auf die Idee kommt, dass das dahinter stecken könnte. Auch locker mit einem Finger machbar, nur du musst den richtigen Sound finden, der dann halt diese Bewegung mitbringt. Aber die Zeit sollte man auf jeden Fall aufwenden. So, Trick Nummer drei, habe ich dir gesagt, dass wir den Song nochmal größer machen wollen. Und wenn ich über größer spreche, dann spreche ich über eine weitere Dimension, die wir dem Song hingeben. Ein Song kann ja dreidimensional sein, er kann zur Seite gehen, er kann nach hinten gehen, er kann aber auch in der dritten Dimension nach oben gehen. Wie macht man das? Nach oben kann man einen Song vergrößern, indem man nach oben nochmal Frequenzen hinzugibt. Wenn du dir mal so ein Bild vorstellst, ein Frequenzbild, dann würdest du ja immer sagen, dass Bässe unten sind und dass Höhen eher oben sind. Dieses Bild kann man aber auch dann akustisch unterstützen, indem man dem Song nach oben hin nochmal eine weitere Dimension hinzufügt, zum Beispiel im letzten Refrain, und dann eben im oberen Register nochmal ein Instrument hinzufügt. Und das sind in meinem Fall Streicher. Auch die sind wirklich sehr unaufwendig und mit einem Finger eingespielt. Ich rede nämlich über das hier. Und guck mal, was ich da gespielt habe hier. Und dieser hohe Streicher, der ergänzt ja das gesamte Soundbild von dem Song an dieser Stelle im letzten Refrain nochmal nach oben hin und gibt nochmal eine weitere Dimension nach oben hin. Und das kann ich dir nur empfehlen, das hauptsächlich in den letzten Refrains zu machen, weil du dann den Song einfach nochmal größer machst, nochmal auf ein neues Niveau hebst, ohne jetzt irre irgendwie den Vocals in die Quere zu kommen, den Gitarren, dem Schlagzeug. Du kommst niemandem in die Quere, du fügst trotzdem diese zusätzliche Dimension hinzu. Ein super Produktionstrick. Und ich mach mal die Streicher erst aus und gebe sie dann hinzu und du wirst sofort merken, hey, da kommt richtig was dazu. Also hören wir mal in den letzten Refrain rein. Die Arpeggios sind jetzt wieder auf Normalmaß. Ich stelle mir hier die Automation ein, damit die auf Normalmaß kommen, auf das, was ich ursprünglich eingestellt habe, und gebe jetzt dann gleich mal diesen zusätzlichen Dimensionsschalter quasi über die Streicher dazu. Das klingt so. Ich rede über das hier. Musik.
drei Beispiele, mit denen ich mit einem Finger auf der Tastatur dafür gesorgt habe, dass mein Song, meine Gitarren fetter werden, mein Refrain mehr abgeht und dass ich noch eine weitere Dimension reinkriege, um den Song noch größer wirken zu lassen. Ganz einfach mit einem Finger auf der Tastatur sollte jeder hinkriegen, der halbwegs weiß, wie man eine Taste runterdrückt und wieder loslässt. Entscheidend sind natürlich die richtigen Sounds, die richtige Idee und natürlich dann die richtige Stelle. Aber das wirst du sicherlich drauf haben, spätestens nach diesem Video. Und falls du auch deinen Trick noch nicht unter dieses Video geschrieben haben solltest, wie du da vorgehst, dann mach das doch gerne noch. Schreib unten in die Kommentare, wie du vorgehst, wenn du deinen Song mit einem Finger auf der Tastatur etwas größer oder besser klingen lassen willst, und wir können alle davon profitieren. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog, und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!